Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich über mein Update reden, beziehungsweise wie es mir mittlerweile mit meinen Depressionen geht. Ich wollte ja immer wieder ein neues Video hierzu hochladen, um halt auch Leuten, die Probleme damit haben, etwas helfen zu können. Und ja, vorab wollte ich nochmal sagen, danke für die ganzen neuen Klicks. Ich habe auch gesehen, dass auf mein Sims-Video, ich glaube, es war der dritte Teil, ich sag mal, sehr viele Zuschauer eingeschaltet haben. Das freut mich natürlich sehr und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an mit meinem neuen Video. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich einsteigen soll. Ich habe mir keinen richtigen Plan gemacht. Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja die letzte wirkliche Tiefphase im Frühjahr bis Sommer. Danach ging es mir einigermaßen gut, aber ich habe immer gemerkt, dass irgendwo tief in mir immer noch so dieser Druck liegt oder halt immer noch die Angst, dass es immer wieder kommen könnte. Und das hat mir halt wirklich immer sehr viel Angst bereitet und ich habe zwischendurch auch geweint und ja, ich hatte einfach so pure Angst in mir, weil das wirklich das Schlimmste war, was mir irgendwie mal widerfahren ist. Und ja, jetzt habe ich gemerkt, so vor Silvester hin oder auch zu Silvester hin, dass ich war zum Beispiel mit meinen Freundinnen verabredet an Silvester und 2 Stunden bevor wir uns treffen wollten, ging bei mir gar nichts mehr. Also ich habe wirklich nur noch geweint. Für mich war einfach alles schlimm. Ich konnte einfach gar nichts mehr und ich wusste auch nicht, woran es lag. Ich habe mich einfach scheiße gefühlt und ich habe wirklich einfach nur noch geheult und mir ging es nur noch schlecht und keine Person konnte mich da irgendwie aufmuntern. Und das habe ich halt auch schon ein paar Tage vorher gemerkt, dass es mir einfach nicht gut ging. Also es war immer so ein Hoch und Tief und ich habe mir einfach nicht mehr zu helfen gewusst. Jetzt habe ich nochmal versucht, beim Therapeuten anzurufen, da ich ja bis jetzt noch keine Termine habe, da noch nichts frei war. Und ja, ich hoffe immer noch, dass die sich jetzt bald melden. Und ja, es ist halt so, normalerweise ist man ja, ich sag mal, es ist ja bei jedem unterschiedlich, aber man ist eigentlich immer eine Zeit lang in so einem Down-Moment, also ein Tiefpunkt. Und dann bist du nach, es können Tage sein, es können Stunden sein, es können auch Monate sein, bist du danach wieder in so einem Höhepunkt bist, wo es dir dann einigermaßen wieder gut geht. Also es ist so ein Mittelpunkt und dann geht es eigentlich auch wieder. Ja, und ich habe einfach das Gefühl, dass ich im Moment in so einem Mischmasch bin. Also es geht mir gut. Ich komme im Moment eigentlich super mit meinem Leben zurecht. Ich habe auch viel zu tun. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich viel abgelenkt bin. Und ich im Moment auch relativ viel mit Freunden mache, auch mit meinem Freund. Und ich aber einfach dann auch plötzlich wieder in so einem Tiefpunkt stehe und einfach nicht weiß, was ich dagegen tun kann. Also plötzlich, das wirklich, das muss nicht mein Auslöser sein, aber plötzlich geht es mir einfach grottenschlecht und ich fange an zu heulen und für mich ist einfach alles nur noch schlimm und das ist wirklich ganz furchtbar. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich noch viel mehr dazu sagen soll. Also im Moment geht's eigentlich. Ich hoffe, dass es nach Corona dann auch wieder besser wird. Und jetzt im Lockdown ist es halt eh total mies und man weiß halt auch nicht, wann das aufhört. Ich bin eigentlich sonst auch ein mega sportlicher Mensch. Ich versuche jetzt schon immer laufen zu gehen für meine Sportprüfung. Dazu wollte ich eigentlich auch noch ein Video machen. Da ich dieses Jahr, Ende des Jahres, wahrscheinlich mit meinem Sportstudium anfange. Dazu kommt aber dann auch noch mehr. Und ja, ich gehe sonst eigentlich normalerweise ins Fitnessstudio. Ich spiele Volleyball in einem Hobbyverein und ich habe auch Tennis gespielt, was ich jetzt aber ein Jahr lang nicht gemacht habe, das zu stressig war und ich gehe nebenbei noch arbeiten. Und ja, dazu kann ich euch auch gerne mal mehr erzählen, wenn ihr das wollt. Und deshalb war es bei mir immer so, wenn ich viel zu tun hatte, da habe ich gemerkt, dass ich ausgelastet war
Und ich selber gemerkt habe, so, dass mir das auch irgendwie gut tut. Also Sport tut einem ja eh immer viel gut. Was ich auch jedem empfehlen kann, der Depression hat oder dem es öfter mal schlecht geht oder er merkt auch, dass er jetzt in Corona einfach nur im Bett liegt und nichts tut und sich irgendwann auch so richtig schlecht fühlt, joggen gehen. Es ist vielleicht schwer für den einen oder anderen, für mich im Moment auch, da ich jetzt gerade erst wieder anfange und ich wirklich bei jedem Kilometer Lungenprobleme bekomme gefühlt. Aber es tut wirklich gut. Also man merkt so nach 10, 20 Minuten so am Freien mit der frischen Luft und auch gerade, dass du dich körperlich betätigst, dass das einfach gut tut für den Körper, für die Seele, für den Geist. Es ist jetzt nicht einfach so dahergesagt, sondern es ist wirklich so. Und deshalb kann ich das nur jedem empfehlen. Und ich würde sagen, ich hatte jetzt nicht ganz so viel zu erzählen, weil ich ja jetzt auch erst noch Videos über das Thema gedreht habe und da schon relativ viel erzählt habe. Aber ich denke, es werden in naher Zukunft, ja, noch mehr Videos darüber kommen. Und vielleicht helfe ich den einen oder anderen damit. Und wenn Leute das nicht interessiert, dann ist das auch nicht schlimm. Aber ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo von euch freuen und einen Kommentar und Like, wenn ihr das möchtet. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!